und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich super leckeres Snickers-Eis. Und ich zeige euch heute eine Variante, wie ihr das ganz einfach selber machen könnt. Ich mache kleine Pralinen daraus, so könnt ihr dann immer wieder euch am Tiefkühler bedienen und ein bisschen naschen, wenn ihr Lust auf was Süßes habt. Und das ist wirklich super einfach gemacht, total schnell und wirklich super traumhaft lecker. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Und wie das jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für euer Snickers-Eis braucht ihr zuallererst Bananen und da nehmt ihr am besten sehr reife Bananen und am besten auch noch Bio-Bananen, denn die schmecken nachher nicht so gärig und die müsst ihr über Nacht einfrieren und am besten nehmt ihr euch so einen Container hier, schneidet die schön in Scheiben und legt sie mit Hilfe von Backpapierzuschnitten hier rein und dann kleben sie nämlich nicht aneinander und legt sie mit schönem Abstand nebeneinander, dass sie nicht zusammenfrieren und das ist erstmal die Vorbereitung für euer Eis. Mindestens 1-2 Stunden, aber am besten noch über Nacht. Jetzt geht es weiter mit der Karamellschicht und die mache ich aus Medjool-Datteln und dafür habe ich hier die Medjool-Datteln in heißes Wasser eingelegt, denn das hilft nochmal der Maschine, die cremig zu bekommen, obwohl die schon wirklich sehr weich sind und soft im Vergleich zu den ganz normalen Datteln. Dann gebe ich noch eine Prise Salz hinzu und Erdnussmus natürlich für den Snickers-Geschmack. Und der Unterschied zwischen Erdnussmus und Erdnussbutter ist der, dass bei Erdnussmus ist wirklich 100% Erdnüsse enthalten und bei der Erdnussbutter, da sind meistens noch Zucker hinzugefügt oder andere Öle. Jetzt gebt ihr alle Zutaten in ein Mixgefäß, dann gebe ich noch 2 Esslöffel des Einweichwassers hinzu und dann wird das Ganze so lange püriert, bis eine cremige Masse entstanden ist, also eine Dattelkaramellmasse. So ist das Dattelkaramell jetzt fertig, total cremig und so schon super lecker, also echte Suchtgefahr, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, super lecker. Jetzt verteilt ihr ein wenig der Dattelkaramellmasse mit Hilfe eines Teelöffels auf die einzelnen Bananenscheiben und das könnt ihr jetzt entweder so lassen oder wenn ihr noch ein bisschen mehr Crunch haben möchtet, könnt ihr einfach noch ein bisschen Erdnüsse klein hacken und darüber verteilen. Und so stelle ich das jetzt nochmal ins Tiefkühlfach und zwar für 30 Minuten bis eine Stunde einfach, bis das Karamell fest geworden ist und dann kann ich das Ganze mit Schokolade überziehen. Und jetzt geht es weiter, jetzt muss ich noch die Schokolade vorbereiten, denn es gibt ja noch eine Schokoladenhülle und dafür habe ich jetzt hier dunkle Schokolade, über 80% Kakaogehalt mit einem Teelöffel Kokosöl und das Ganze werde ich jetzt bei ganz kleiner Hitze in der Mikrowelle schmelzen. Wer das nicht hat, kann das einfach im Wasserbad machen, das geht genauso gut und dann können wir unsere Snickers-Pralinen zusammensetzen. So, jetzt kann es weitergehen. Das Ganze ist jetzt wieder ein bisschen festgefroren und nicht mehr so weich. Und jetzt kann ich das Ganze mit Schokolade ummanteln. Ihr könnt es machen, ihr müsst es nicht, so schmeckt es auch schon wirklich lecker. Und dann könntet ihr zum Beispiel entweder das Ganze komplett umhüllen mit Schokolade oder ihr könnt es auch nur besprenkeln. Also da seid ihr frei, wie ihr das gestalten möchtet und dekorieren. Auf jeden Fall ist es super lecker und ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Was noch wichtig zu beachten ist, dass ihr relativ schnell arbeitet, denn wenn ihr zu lange braucht und zu langsam seid, dann kann es sein, dass die Bananen auftauen und die matschig werden und das wollen wir ja nicht, deshalb ein bisschen flott arbeiten, schnell wieder in den Tiefkühler zurück und jedes Mal, wenn ihr eine essen möchtet, eine rausnehmen, ein paar Minuten antauen lassen und dann einfach genießen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Rezepte mehr. Und wie immer findet ihr alle Mengenangaben auf meinem Blog freujannik.com. Dort freue ich mich auch immer riesig über Kommentare und Feedback von euch, sowie auch auf Instagram, wenn ihr mir Fotos schickt. Am besten da den Hashtag freujannik nutzen, da kann ich das dann nämlich sehen. So, ich freue mich riesig, wenn jetzt die Pralinen durchgefroren sind und kann endlich mein selbstgemachtes Snickers-Eis essen. Es ist wirklich so super lecker, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Genießt die Sonne und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.